Virgin aus Trailer, der beste Sitzplatz ist in der Mitte. Warum, erkläre ich euch. Lufthansa bietet 1500 Euro Prämie für neue Mitarbeiter. Allerdings nur, wenn ihr Mitarbeiter seid, könnt ihr diese Prämie einstreichen. Lufthansa A380 Aktivierung geht vorwärts, aber jeder A380 braucht 450 Stunden Liebe, ja, Arbeitsstunden. Qatar Airways hatten 48 Stunden Flash Sale, nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen europäischen, aber ich werde euch den deutschen vorstellen. Dann geht es weiter mit Hyatt. Hyatt gibt einen 25% Bonus beim Punkte-Sale. Und Diesel Alert. Und zwar Air France nach Berlin, aber aus Asien für 2.300 Euro in der Business Class. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, uns ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, zu kommentieren. Heute haben wir keine Live-Sendung, ich habe es einfach vorgezogen. Werde aber natürlich die Kommentare live kommentieren, werde die Sendung um 7 Uhr, also 19 Uhr deutscher Zeit, live schalten. Kanalmitglieder können es vorher sehen, also Kanalmitgliedschaft. Ja, das erste Thema ist Virgin Australia. Die Fluggesellschaft macht von sich reden, indem sie die Passagiere dazu einlädt, sich in den Mittelplatz zu setzen, um sie zu belohnen, indem man da einen Preisausschreiben macht, hätte ich fast gesagt, ein Gewinnspiel. Es sind die unbeliebtesten Sitzplätze im Flugzeug in der Mitte und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, ich sitze am wenigsten gerne im Mittelsitz, noch weniger gerne am Fenster. Mein Sitzplatz ist der Gang. Und in den USA haben die Leute halt gesagt, dass die Hälfte der Menschen lieber in einem Verkehrsstau stecken oder zum Zahnarzt gehen, als einen Flug auf dem Mittelsitz. Naja gut, Zahnarzt, da hast du natürlich auch einen exklusiven Sitz, ist wie bei First Class, wenn du da liegst. Aber die Gründe sind natürlich durchaus mannigfaltig und nicht alle kennen die Netiquette an Bord eines Flugzeugs, dass der in der Mitte sitzt, leider beide Armlehnen für sich benutzen darf. Das ist so, das ist die Regel. Zumindest halte ich mich dran, auch wenn ich nicht im Mittelsitz sitze, dass der Kollege, der auf der rechten oder linken Seite von mir in der Mitte gepresst ist, dann die Armlehne hat. Dass Virgin Atlantic manchmal neue Sachen macht, ist auch normal, aber sie wollen das jetzt einmal pimpen. Denn bis zum 23. April 2023 macht die Fluggesellschaft diesen Sitzplatz zu dem Sitzplatz, wo man sitzen muss. Der It-Platz in Anführungsstrichen. Denn wer diesen Platz freiwillig wählt, ja, damit scheiden ja bei der Lufthansa Light-Tickets aus, nimmt an einer Verlosung von Preisen teil, die einen Wert haben von fast 150.000 Euro. Und der geilste Preis mitunter ist der Platin-Vielfliegerstatus plus 1 Million Vielfliegermeilen. Ja. Es gibt auch eine Kreuzfahrt zu gewinnen. Naja gut, ich sag mal jetzt so, als Vielflieger will ich jetzt nicht unbedingt auf die Kreuzfahrt. Ich habe immer Angst, dass ich trotz meines Alters immer noch den Altersdurchschnitt auf einer Kreuzfahrt dramatisch senke. Aber auch in die Karibik soll es gehen. Aber nein, Kreuzfahrt Karibik. Nicht für mich. Aber es gibt auch einen Premium Economy Hin- und Rückflug in die USA mit United Airlines. Flüge und Tickets für Footballspiele, aber auch einen Abenteurerurlaub, den kann man gewinnen. Was wäre das denn in Deutschland vergleichbar, was man bei der Lufthansa dann einsetzen könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte man bei Lufthansa ja so ein, wer im Mittelsitz lebt, kann ja eventuell dann aus Bayern Bord ein Sandwich gewinnen oder so, weil die Lufthansa so ein bisschen kniepiger ist. Aber jetzt nicht weiter die Lufthansa bashen. Denn die Lufthansa hat genug Bashing bekommen, weil sie die 380er nicht zurückholen wollte und jetzt tun sie es und die Aktivierung ist auch sehr, sehr aufwendig. Das erste Flugzeug, was wieder zurückkommt, ist die Delta Alpha India Mike Kilo. Und diese Maschine, die ja jetzt wieder nach dieser Zwangspause mit Corona reaktiviert werden muss, braucht 4.500 Arbeitsstunden. Wer sagt das? Nicht Lufthansa. Lufthansa muss sich ja selber noch ihre
ja, Sporen verdienen an dem Flugzeug in der Reaktivierung. Aber Qantas, Alan Joyce, der weiß das, denn der hat ja schon einige Flugzeuge reaktiviert. Man hat 10 ihrer 12 A380er wieder in der Flotte zurück, die im Service sind. Und das ist doch toll. Lufthansa hat im Oktober natürlich mit der Reaktivierung der Mike Kilo begonnen. Dann hat man ringsrum die angebrachten Schutzfolien als erstes abgezogen. Aber das ist ja nicht alles, was man tun muss. Also man zieht die Folien ab, guckt dann im Prinzip nach, ob alles da ist, wo es hin soll. Und diese 4.500 Stunden entsprechen 10 Technikern, die 2 Monate lang arbeiten für ein Flugzeug. Und das sagte Bloomberg. Der Return to Service verschlängte mehr Zeit, als man zunächst auch eingeplant hatte. Das ist zumindest das, was Qantas sagt. Statt Ende 2023 werden alle 10 A380 erst weit im Jahr 2024 hinein wieder zur Verfügung stehen. Man wird alle 22 Reifen erneuern, alle 16 Bremsen entsorgt, auch alle Sauerstoffflaschen und Feuerlöscher. Alles im Flugzeug muss ersetzt werden. Lufthansa will die Flugzeuge 2023 4 bis 5 Stück. Die Zahl steht ja noch nicht so ganz fest. A380er im Drehkreuz München einsetzen. Es wird gesagt, dass die Mike Kilo, die Mike Mike, die Mike Lima, die Mike Hotel aus diesem Dornröschenschlaf geweckt werden sollen. Und es gibt aber wie immer Möglichkeiten der Änderung. Ja, ganz genau. Warum? Ganz einfach. Einige Flugzeuge haben Hagelschaden. Wir hatten das ja beim Stammtisch in Hamburg nochmal bestätigt bekommen, dass die 380er Hagelschäden hatten, weil es gab in Teruel im Sommer ein Gewitter und da gab es halt leider diese Schäden und einer muss wohl richtig hart betroffen sein, dass der da die ganzen Dellen rausgedengelt kriegt. Das sind ja nicht nur optisch unschöne Sachen, wenn da solche Dellen drin sind, sondern kann ja auch Probleme beursachen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Mike Kilo in Teruel ist 53 Tage vor Ort, also zumindest mit der Technik. Und da ist es so, dass man bei der Lufthansa dann das Flugzeug nach Frankfurt überstellt und ab Januar in München einen C4-Check unterzieht. Also ein relativ aufwendiges Verfahren. Wie ihr seht, das ist teuer. Ja, aber wir sollten uns trotzdem daran gewöhnen. Es wird keine neue Business Class eingebaut und es wird auch kein langer Auftritt werden. Also 1-2 Jahre, so geschätzt. Und dann geht's das Los der anderen Flugzeuge. Das andere Los, was Lufthansa hat, ist, man hat ja nicht nur Flugzeuge irgendwo in der Wüste, also im Spanischen und im Französischen irgendwie so ausgestellt, sondern man hat auch Personal rausgeschmissen. Und jetzt hat Lufthansa natürlich das Problem, dass man das Personal nicht bekommt. Diese Personal-Netto-Decke, die man erhöhen möchte, also netto 20.000 Mitarbeiter an Bord holen, ist ein Thema, weil die Lufthansa da halt nicht unbedingt von Glück gezeichnet ist anscheinend. Warum? Man muss kreativ werden. Die Hessenschau hat gesagt, dass es eine neue Betriebsvereinbarung für Lufthansiaten gibt, die 1.500 € Prämie für erfolgreiche Anwerbung neuer Kolleginnen und Kollegen in Aussicht gestellt bekommen. Die Bewerbung muss dann mal auf eine ordentlich ausgeschriebene Stelle erfolgen. Im Falle einer Einstellung zahlt Lufthansa zunächst nur 500 € aus. Dann gibt es eine Probezeit von 6 Monaten und dann gibt es nochmal 1.000 dazu. Die 30.000 Stellen, die man abgebaut hatte, da ist Carsten Spohr ja heute noch so ein bisschen, naja, zerknirscht, weil er gesagt hat, da war er zu pessimistisch. Und 1.000 Mitarbeiter pro Monat ist schon eine harte Zahl. Aber die meisten offenen Stellen gibt es an den Check-in und an den Gates, die man schnell bestücken möchte. Aber auch Techniker und IT-Experten sollten bei Lufthansa mal schauen und da Ausschau halten, inwieweit sie ja einen guten Job finden können. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Wer einen gelben Ausweis hat, ihr wisst ja, was das für Vorteile hat. Vorteile gibt es auch bei Meilenprogrammen, wenn man viele Punkte hat. Hyatt zum Beispiel ist da keine Ausnahme. Die haben jetzt eine Aktion, dass man eine Promotion bis zum 28. November nutzen kann. Ab sofort 25% Bonus beim Punktekauf. Wie sieht's aus? Normalerweise kann man ja bei Hyatt 55.000 Punkte jedes Kalenderjahr kaufen und das ist die Summe ohne Bonus.
Wenn man sich jetzt die ganze Thematik nochmal genau anschaut, ist es so, dass man 5.000 plus x Punkte kaufen kann. Maximal wären es in dem Fall natürlich 55.000 Punkte. Der Bonus wäre 13.750, das sind 25% davon. Also würde man 68.750 Punkte für 1.320 US-Dollar bekommen. Jetzt fragt ihr euch, macht das Sinn, soll ich das machen? Gut, der Preis ist dann so bei 1,9 Cent. Normalerweise dadurch wird er jetzt runter auf 1,7 Cent runtergepumpt, 25%. Und es macht natürlich auch meistens nur Sinn in teuren Hotels, wie in dem Park Hyatt in Tokio oder Kyoto, Malediven, you name it, aber auch Hyatt in Wien ist ein Ziel, wo man eventuell einen Bonus bekommen kann mit Punkten. Ja, wichtig ist auch, dass man beachtet natürlich, dass die Hotels Peak- und Off-Peak-Zeiten haben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Peak-Zeiten können natürlich auch etwas zur Verwunderung sorgen, wenn man mehr Punkte zahlt, als man eigentlich gedacht hat. Die Punkte sind immer nur dann zu kaufen, wenn man auch einen sogenannten Use Case hat, also einen Fall, wo man sie benutzen kann. Ja, gab es einen Verkauf, wo es billiger war? Ja, gab es. Aber wenn ihr die Punkte jetzt nicht braucht, wartet noch ein bisschen. Vielleicht kommt noch was. Ich verspreche nichts, ich weiß auch nichts. Aber es ist halt immer ein Pokerspiel. Denn das ist ja das, was bei den Programmen ist. Wer jetzt zuschlägt, würde Pech haben bei der nächsten Aktion, wenn dieses Jahr noch eine kommt. Qatar Airways hat einen 48-Stunden-Sale ex Europa ausgelobt. Und von den meisten Ländern in Europa müssen diese Flüge vom 25. bis zum 26., also heute und morgen, gebucht werden. Business Class Kabine, Economy Class und natürlich auch die Destinationen, die es dort gibt, unterscheiden sich auch im Preis. Also das heißt, ihr könnt gucken, aus Deutschland ist er vielleicht ein bisschen teurer als aus einem anderen europäischen Land. Also es gibt dann halt zum Beispiel Vereinigtes Königreich, Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen, Spanien, Niederlande, Frankreich, aber auch Deutschland. Ab Frankfurt zum Beispiel würde ich da bei euch da mal ein bisschen die Preise nennen. Da wollen wir uns das Ganze auch mal anschauen und dafür akzeptiere ich alles. Und der Abflug, ja, gucken wir einfach mal Frankfurt. Frankfurt in allen Regionen. Abu Dhabi für 604 Euro oder 603 Euro, 621 Euro. Nach Karachi 642 Euro. Nach Bangkok, Nairobi 689, 654 nach NTB und nach Dubai 636. Daran seht ihr alles Economy. Auch 685 nach Delhi Economy, 685 nach Zanzibar, 698 Durban. Schon ein bisschen weiter weg, aber auch immer noch Economy. Economy Class Windhoek, Mumbai, Abu Dhabi. In der Premium Klasse, Premium ist die Business Class. Und da sind wir schon spannender. 1983, Johannesburg 2425, so. 2453, Mumbai, Windhoek 2348, Cape Town 2386 und Dubai 2117. Da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, da ist Dubai fast schon zu teuer, wenn man überlegt, dass man für 2,4 nach Johannesburg fliegen kann. Das ist mein Take dazu. Ist ein Ziel dabei, was ihr sagt, hey, das ist geil, das will ich machen, oder sagt ihr eher, nee, langweilig. Dann habe ich für euch noch einen Deal, so einen Deal, soll ich jetzt wieder meine, warte, ich mach's einfach, Megafon. Dealzone Deal, Business Class Air France von Bangkok nach Berlin für 2.300 Euro. Und Megafon wieder aus. Ja, ich habe damit Spaß, ja. Ich muss mal gucken, in der Post-Production kommt das auch. Stimmt, gut. Ja, dann geht es weiter mit den Buchungsklassen. Buchungsklassen sind D und J. Wichtig ist, dass das Ticket bis zum 31. Oktober ausgestellt werden muss. Der Preis, den hatte ich genannt, 2.300 Euro. Minimum Aufenthalt sind 6 Tage, Maximum Aufenthalt 3 Monate. Stopover sind nicht erlaubt. Ticket muss 14 Tage vor Abflug ausgestellt werden. Das Ticket ist nicht refundierbar. Änderung kosten 240
beziehungsweise 250 Euro. Covid-Policy gibt es ja auch nicht mehr so wirklich. Das können wir einfach so hinnehmen. Und Änderungen natürlich immer dran denken. Es gibt wie immer bei Änderungen Aufschläge des Preises. Dann lass uns mal anschauen, was das Ganze bei Where to Credit bringt. Da ist es so, da bringt die Bude von Bangkok nach Charles de Gaulle in Oscar und Charles de Gaulle nach Berlin in Juliet und zurück folgende Punktzahlen. Da haben wir als erstes die Delta, die hat 13.866, dann 13.068 Aerolíneas Argentina, Japan Airlines 9.545, China Southern 2.224, Virgin Atlantic habe ich nicht unterschlagen, habe ich einfach nur überlesen, 4.800, 2.138 für China Eastern und Aeromexico, Xiamen Airlines 2.094, 1.860 bei Czech und Saudi, 1.594 gibt es bei verschiedensten Fluggesellschaften, Vietnam, Gol, Middle East und Aeroflot, China Airlines, Garuda, Air Europa, Korean bringt 1.328 und lustigerweise The Flying Bleu gibt es 0 Punkte, aber das ist wahrscheinlich wie immer der Fehler, weil bei Flying Blue wieder wahrscheinlich was anders ist. Aber soll ich das nochmal erarbeiten, warum? Nein, oder? Nee, machen wir nicht. Was ihr aber macht, ist den Kanal abonnieren, die Glocke an, ein Like da lassen und ganz, ganz wichtig, kommentieren und eine Kanalmitgliedschaft. Denkt an die Stammtische. Die Stammtische haben wir ja jetzt demnächst wieder. Wir werden wahrscheinlich noch Berlin machen. Wir haben Stockholm, wir haben Los Angeles, Palm Springs, wir haben München und Berlin. Ja, das zu dem Thema und eure Fragen beantworte ich in der Kommentarspalte. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und bis morgen in Alter und in Frische und vielleicht mit Mario, vielleicht live. Lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Also, bis dann, ciao.